motherfucker clean. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres GTA 5 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games4U und bei uns regnet es hier offensichtlich. Man sieht es noch nicht so ganz, aber man hört das schon. Musik sollten wir vielleicht ausmachen. Bah! Nee, halt, Moment. Ausmachen bedeutet auch ausmachen. Na, komm. Bist du mit dem Motorrad unterwegs? Das hässliche olle Ding. Das sich aber wunderbar fährt, muss ich zugeben. Hubschrauber am Himmel. Jetzt fahren wir Richtung Ziel und dann verkaufen wir unsere Aktien und machen die nächste Lester-Mission. Weil ihr kennt ja meine Theorie, dass wir erst die Lester-Mission alle schaffen müssen, bevor es in der Story weitergeht. Das war knapp. So. Weiter geht's. Hier regnet es wiederum nicht mehr. Auch interessant. Kennt ihr das so, Wettergrenzen? Das, ich habe das mal gehabt. Direkt bei unserem Haus. Da hat es auf der einen Seite vom Haus hat's geregnet und auf der anderen nicht. Ganz verrückt, finde ich sowas. So. Ich habe gehört, die Tour gestern, die war nicht so interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt auch nicht so spannend. Aber wenn es schon mal da ist, habe ich mir gedacht, dann können wir es auch mal angehen. Sieht ein bisschen aus wie Miley Cyrus da, das Bild. Jetzt zieht er erst seinen Helm an. Alles klar, ich verstehe. Ah, okay, die sollten wir verkaufen. Ganz dringend sollten wir die verkaufen. Die sind nämlich schon wieder gesunken. Okay, okay. Haben wir, haben wir. So. Nicht so viel Geld eigentlich jetzt bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da drüben muss es sein. Erinnert mich irgendwie an Beyond Two Souls gerade. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Also wir sollten keine Zeppelin-Aktien kaufen. Gucken mal. Wappelt, wappelt. Wappelt. Hier. Also, er hat aber gesagt, wir sollten keine kaufen. Ne, dann lassen wir das mal. Diesmal. Vielleicht können wir die danach dann kaufen. Oder war das ein Hinweis, dass wir es kaufen sollten? Hm. Verstehe ich gerade nicht. Oh je, wir sind Busfahrer. Busfahrer. Downtown Bus.
Okay. Jetzt können wir tatsächlich das machen, was ich schon eine ganze Zeit lang machen wollte. Kommt, steigt ein, Mann. Hey, sorry, I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. Willst du mit mir keine Probleme haben, Kollege? Wieso fährt der Milliardär überhaupt mit dem Bus? Warum sind die Ampeln überhaupt rot, wenn keiner über die Straße will und dergleichen? Hey, get in, we're running late. Der eine hätte es eben sein können, fast. Selbst wenn Wapit noch höher gehen würde, könnten wir da immer noch einsteigen. Dann kriegen wir zwar nicht den kompletten Kursgewinn rein, aber trotzdem. Im Moment kaufen wir erstmal keine. Oh, Entschuldigung. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Hä? Spendthrifts. Was ist das für ein Irrer? Hey, I thought you needed a ride, homie. Why you bailing? Attention passengers, please hold on. Just business shit, you know how it is. Dann lass dir den Bus das machen, wa? Ich war niemals hier. So, Busfahrer musst du mal haben, ey. Make way for Mama. Find me. Green light? Good to go. Na komm. Dann gucken wir jetzt mal. Okay, müssen erstmal speichern. Jetzt gucken wir aber. Rapid. Wir sind ganz schön gefallen, ne? Kaufen wir sie jetzt. Gehe nämlich davon aus, dass die sich auch wieder fangen werden. Ich meine, die waren bei fast 400 oder was? Nicht, dass sie noch weiter abstürzen. Egal. Sollte dem tatsächlich so sein, jetzt ist die Frage, was müssen wir denn als nächstes machen? Es gibt nur noch eine Mission und die heißt Michael. Oh, hier, das ist doch ein schickes Auto. Der hat ganz schön Kraft unter der Motorhaube. So viel ist mal sicher. Stellt euch mal vor, wir hätten da jetzt vorher die Aktien gekauft, dann hätten wir
Ja, 50% auf jeden Fall Verlust gemacht. Ja, ja, oh shit, alles klar. Sei froh, dass du noch lebst, andere drücken schon lange die Hupe. Sehr krass, wie die da den Tennisplatz angebaut haben, ey. Wahnsinn. Gucken wir mal kurz, was unsere Aktien machen. Rapid hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist schon mal gut, denke ich. Gehen wir mal komplett raus. Vielleicht können wir Michael auch mal anrufen. Hier, Kontakte. Abhängen können wir nicht. Was mit Trevor? Auch nicht. Was ist für ein Scheiß? Ich habe hier nichts zu tun mit dem Idioten. Ich habe hier definitiv eine Michael-Mission mit Franklin. Ich habe auch eine Michael mit Michael-Mission. Aber das gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe jetzt überhaupt keine Mission mehr hier. Ist der Kacke jetzt gebuggt hier oder was geht hier ab? Das kann es doch wohl nicht sein. Selbst mit Lester gibt's hier nichts mehr. Was soll denn der Scheiß? Kann mir das mal einer sagen? Kommen da aber auch nicht rein, ne? Kommen wir jetzt Michael oder Trevor wieder, um diese Mission zu starten. Immerhin gab es hier mal eine Meldung. Das Problem wird sein, dass wir hier Michael treffen müssen, aber Michael kann im Moment nicht getroffen werden. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, würde ich sagen, dann machen wir erstmal nochmal hier Portfolio-Guckerei. Und danach beenden wir die Folge, weil keine Ahnung, was ich noch machen soll. Da passiert überhaupt nichts, das ist gut oder schlecht, je nachdem. Ja, dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.